Na, läuft Ihnen bei diesem Geräusch auch ein Schauer über den Rücken? Das Summen von Stechmücken. Und mit 500 dieser Viecher wird unsere Reporterin Barbara in einem Raum eingesperrt. Das tut sogar weh! In 4 Runden testet Barbara verschiedene Mücken-Gadgets. Und so viel vorab, am Ende gibt es einen klaren Sieger. Es geht los mit Runde 1. Kleidung. Wir testen eine Anti-Moskito-Jacke für 30 Euro, eine Mesh-Hose für 15 und Anti-Mückensocken für 10 Euro. Jetzt wird es ernst. Oh Gott, also Sie haben mich gefunden. Kleidung als Mückenschutz. Wie schätzt der Experte das ein? Mücken stehen eher auf dunkle Kleidung und können auch durch Kleidung stechen. Wenn es aber so ein bisschen luftig absteht, dann kommen sie nicht an die Haut ran. Bei unserer Reporterin stürzen sich die Mücken genau auf die ungeschützten Stellen. Das Ergebnis nach 30 Minuten. Meine Hände, mir tun die schon richtig weh. Es juckt richtig dolle. Und meine Knie ein bisschen. Da habe ich doch das Gefühl, dass als ich saß, was abbekommen zu haben, als es dann eng anlag. Die Stiche aus der ersten Runde markieren wir rot. Wie viele es genau sind, das verraten wir am Ende. Es geht weiter mit Runde 2. Eine Anti-Mücken-Armbanduhr für 12 Euro. Die soll mit diesem Geräusch und Ultraschallmücken vertreiben. Die Idee dahinter ist, dass hier das Fluggeräusch von männlichen Mücken imitiert wird und Weibchen, wenn sie schon mit Männchen sich gepaart haben, kein Interesse mehr an Männchen haben. Denn die Weibchen sind die, die stechen. Aber trotz Sound und Ultraschall wird unsere Reporterin schon in den ersten 10 Minuten von den Mücken regelrecht belagert. Also ich breche das jetzt auch an der Stelle hier ab mit dem Gadget, weil es bringt einfach gar nichts. Die Stiche markiert sie grün. Weiter geht's mit Runde 3. Anti-Mücken-Aufkleber. Eine Packung mit 18 Stück gibt es für 4 Euro. Ätherische Öle sollen dafür sorgen, dass die Mücken fernbleiben. Doch schon 10 Minuten später. Der Zitronengeruch ist weg und die Mücken sind wieder da. Wo wurde ich am meisten gestochen? Hier unten, an den weit entferntesten Punkten von den Aufklebern. Die Stiche aus dieser Runde markieren wir weiß und kommen zur Finalrunde. Der Duft eines Mückenöls für 6 Euro soll helfen. Einfach auf Haut und Kleidung auftragen. Hier ist wirklich keine Mücke auf mir gerade. Unglaublich, selbst nach 30 Minuten nichts. Und damit beenden wir das Experiment und Reporterin Barbara darf aus der Mückenhölle raus. Wir zählen die Stiche. Am schlechtesten hat die Ultraschalluhr abgeschnitten. Unglaubliche 44 Stiche hat Barbara. Gefolgt von den Aufklebern 21 Stiche. Die Kleidung wiederum hat geschützt. Gerade mal 8 Stiche. Getoppt vom Öl mit nur einem einzigen Stich. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall auf die Kleidung setzen. Und das Mückenöl riecht zwar sehr extrem, aber mir ist es das wert. Ach, und Barbara, nicht kratzen, besser eincremen und kühlen. Boah, das war mal voller Einsatz. Aber wann geht man denn vielleicht auch besser noch zum Arzt? Emilio Nigrelli hat nachgefragt. Dr. Birta, wir haben eben in der Matz gesehen, dass es tatsächlich die ätherischen Öle sind, die gegen Mückenstiche helfen. Warum ist das so? Bei diesen ätherischen Ölen verhält es sich ein bisschen so wie unter uns Menschen, wenn wir sagen, wir können jemand nicht riechen. Die Insekten haben zwar kein Riechorgan, aber diese ätherischen Öle sind für die so unangenehm, dass sie uns wirklich meiden. Mhm. Können Sie uns einen Tipp geben, wie behandelt man denn Mückenstiche effizient und nachhaltig und welche Hausmittel können wir anwenden? Also am besten ist immer sofort zu kühlen, sobald ein Mückenstich aufgetreten ist. Das geht mit einem kalten Lappen, mit einem Eiswürfel, das ist ganz egal. Oder Umschläge mit Essig, saurer Tonerde gehen natürlich auch. Wenn es ja so ein bisschen mehr Reaktion gibt, kann man natürlich auch eine Salbe aus der Apotheke noch drauf geben, die primär gegen den Juckreiz auch ist. Mhm. Welche Gefahren bringen denn generell Insektenstiche mit sich und ab wann sollte man zum Arzt gehen? Also einmal haben wir natürlich die große Gefahr einer allergischen Sofortreaktion, wie das zum Beispiel bei Wespenstichen so ist. Da braucht man einfach ein Notfallset und muss sich da wirklich auch direkt in ärztliche Behandlung begeben. Wenn man jetzt einen Insektenstich hat, besteht natürlich auch die Gefahr, dass mit dem Stich Keime eingetragen werden in die Stichwunde oder dass wir das sozusagen sekundär verursachen, indem wir jetzt kratzen und dadurch Keime in die Wunde kommen. Und dann haben wir halt immer die Gefahr einer Verunreinigung der Wunden und letztendlich einer septischen Reaktion, sagen wir mal so. Und da sollte man schon genau drauf achten, ne, dass der Insektenstich eben nicht gerötet, nicht entzündet ist, sondern mehr oder weniger klanglos bleibt.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, was zu tun ist, wenn man gestochen wurde. Was kann man denn Ihrer Ansicht nach tun, damit es gar nicht erst dazu kommt? Wie kann man den Mückenstichen oder Insektenstichen vorbeugen? Also Mückenstichen kann man natürlich am besten vorbeugen. Wir werden am meisten gestochen in der Dämmerung, indem man da lange luftdurchlässige Kleidung trägt und damit den Insekten gar nicht so viel Angriffsfläche bietet. Oder in dieser Dämmerungszeit einfach auch mal ins Haus geht und nicht unbedingt jetzt durch den Wald läuft. Wenn man weiß, man hat eine Wespen- oder Bienenstichallergie, dann sollte man natürlich versuchen, alle Süßigkeiten oder auch eiweißhaltige Stoffe oder Lebensmittel zu meiden, wo man weiß, dass die Insekten oder ja, Bienen, Wespen da besonders drauf ansprechen. Einfach sich gar nicht der primären Gefahr aussetzen. Dr. Birta, ganz herzlichen Dank für Ihre Tipps. Sehr gerne.